Hallo und herzlich willkommen auf dem Continental-Testgelände. Hier werden Tag für Tag neue Entwicklungen getestet, verglichen und weiter verbessert. Okay, enger Radius. Man geht hier an die Grenzen der Belastbarkeit. Ob Reifen, elektronische Bauteile oder Bremsen. Genau die sollen heute unser Thema sein. Und ich kann Ihnen sagen, Bremsen kann verdammt viel Spaß machen. Go! Zumindest wenn man weiß, dass man sich auf seine Bremse verlassen kann. Der Weg zu einer optimal funktionierenden Bremse lässt sich in drei Abschnitte unterteilen. Wir beginnen mit der Sichtprüfung und die beginnt unter der Motorhaube. Da befindet sich bereits unser Fachmann, der Tobias Stephan. Tag, Tobias! Oh, störe ich? Sie merken schon. Immer auf Sicherheit am Arbeitsplatz achten. Geht's wieder? Ja, danke. Na also, Tobias, was genau muss ich hier checken? Hier muss ich natürlich als erstes den Bremsflüssigkeitsbehälter überprüfen und dann die darin befindliche Bremsflüssigkeit. Die Bremsflüssigkeit hat einen natürlichen Alterungsprozess, der zum Versagen der Bremse führen kann. Deshalb muss sie überprüft werden und dann gegebenenfalls gewechselt werden. Ist aber nicht das Einzige, was ich hier checken muss. Nein, denn wir haben hier noch mehrere Bauteile wie den Tandem-Hauptbremszylinder und den Bremskraftverstärker. Diese müssen wir auf Undichtigkeit und Beschädigung überprüfen. Bei modernen Fahrzeugen völlig verbaut. Da kommt man überhaupt nicht ordentlich ran. Also eine richtig knifflige Aufgabe. Stimmt. Aber damit ist unsere Sichtprüfung noch nicht abgeschlossen. Jetzt geht's weiter. Und zwar direkt an der Bremse. Also, hoch mit dem Ding. Und wir müssen erstmal verstehen zu unterscheiden, mit welcher Bremse haben wir es überhaupt zu tun. Trommelbremse, Scheibenbremse, welche Generation der Scheibenbremse, welcher Sattel, Festsattel, Schwimmsattel, Faustsattel, Kombisattel, also mit integrierter Handbremse oder hier die High-Performance-Abteilung. Unser Techniker hat all diese Fragen schon längst beantwortet. Und dem schauen wir jetzt über die Schulter. Tobias. Was muss ich hier alles inspizieren? Ja, als erstes, lieber Volker, fangen wir mit dem Tragbild der Scheibe an. Hat die Scheibe Verfärbungen? Hat sie Riefen? Oder ist sie verrostet? Wichtige Kontrolle. Der zweite Punkt betrifft unseren Bremsbelag. Ist der Belag gleichmäßig verschlissen, einseitig verschlissen oder hat er auch Riefen? Auch ein wichtiger Punkt. Der dritte Punkt ist dann unser Sattel. Ist unser Sattel korrodiert? Sind alle beweglichen Teile auch wirklich gangbar? Auch das sollten wir kontrollieren. Also wenn ich jetzt beispielsweise feststelle, die Beläge sind verschlissen und die Scheibe, dann tausche ich das aus. Damit gehen wir doch eigentlich automatisch schon von unserer Sichtprüfung zum zweiten Punkt, nämlich zur Wartung über, oder? Lieber Volker, nicht so schnell. Wir haben noch ein paar Punkte mehr, die wir zur Sichtprüfung zählen. Das wäre zum Beispiel der Bremsschlauch. Ist dieser porös? So. Mhm. Das wären die Bremsleitungen. Sind sie mechanisch beschädigt zum Beispiel? Das ist genauso unsere Radnabe wie unser Radlager. Die müssen auch in Ordnung sein. Wäre also fatal, wenn man einfach nur so die vordergründig erkennbaren Teile austauscht, wie man das gerne denkt, Belag und Scheibe. Man muss alles überprüfen und natürlich alle Teile, die Verschleiß zeigen, unter fortgeschrittenen Verschleiß entsprechend durch Neuteile ersetzen. Das ist richtig. Aber genauso wichtig ist es, diese Neuteile richtig einzubauen. Das heißt zum Beispiel, die Nabe muss richtig sauber sein, dass die Parallelität der Scheibe gewährleistet ist. Und natürlich auch, die Beläge müssen an der richtigen Stelle geschmiert sein, dass wir hinterher keine Geräusche haben. Alles das muss beachtet werden, dass wir hinterher ein optimales Bremssystem haben. Und erst dann ist auch der Punkt 2, nämlich die Wartung, abgeschlossen. Sie sehen, kein Job für Anfänger. Abschließend findet eine Wirkungsprüfung auf dem Rollenprüfstand statt. Tobias, was genau kann ich da überhaupt ablesen? Die Bremskraft in Kilonewton. Als allererstes werden wir hier einen Kilonewton einsteuern, um zu sehen, ob die Bremsseite einen Seitenschlag hat. Danach werden wir die volle Bremskraft einsteuern, um die volle Wirkung der Bremse zu überprüfen. Und dann? Und dann werden wir noch das ganze System unter realen Bedingungen prüfen.
Ja, aber nicht im Straßenverkehr, oder? Nein, auf einem abgesperrten Bereich. Und das werde ich jetzt tun. Was? Hey! Okay, dann mache ich das halt auch. Sie sehen, das Thema Bremsen ist spannend, aber auch verdammt anspruchsvoll. Und es ist nur ein Fall für echte Fachleute. Deshalb halten Sie sich an die ATE-Bremsenprofis. Denn wir wollen, dass Sie sicher Ihr Ziel erreichen. Und nicht darüber hinausschießen.